Sollen sich Pflegekräfte in Deutschland gegen das Coronavirus impfen müssen? Ein entsprechender Vorstoß aus Bayern hat die Debatte um eine Impfpflicht neu entfacht. Bislang hat sich die Bundesregierung stets gegen eine solche Pflicht in der Pandemie ausgesprochen. Ja, aber bislang nur bei Masern. Seit dem 1. März 2020 müssen Kinder vor der Aufnahme in Kindertagesstätten oder Schulen geimpft sein. Bis 1983 gab es in der Bundesrepublik formal auch den Zwang, sich gegen Pocken impfen zu lassen. In der DDR gab es weitreichendere Impfpflichten. Angestellte von Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa Kitas oder Schulen müssen einen Masernimpfschutz nachweisen, ebenso wie Menschen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten. Bundeswehrsoldaten sind zu einem sogenannten Basisimpfschutz verpflichtet, der eine Reihe von Standardimpfungen umfasst. Bei Auslandseinsätzen können weitere Impfungen dazukommen. Impfungen und damit erst recht die Pflicht dazu sind umstritten. Schon die Masernimpfpflicht sorgte für heftige Kontroversen. Befürworter verteidigen sie mit der Begründung, sie sei zum Schutz der Bevölkerung erforderlich. Kritiker verweisen auf mögliche Nebenwirkungen und sehen einen Verstoß gegen die körperliche Unversehrtheit. In der jetzigen Diskussion sehen Gegner einer Impfpflicht aber auch die Gefahr, Wasser auf die Mühlen von Impfgegnern und Corona-Leugnern zu gießen.